Herzlich willkommen bei Gartenvideo.com, diesmal als Gastmoderator hier. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir hier vor diesen wunderschönen Säulenbäumen stehen darf. Wie alt sind die? Ungefähr 8 bis 10 Jahre alt jetzt. Da habe ich erst kürzlich eine Kritik bekommen von einem Gartenbauverein. Säulenobstbäume sind ja das Letzte, was man im Garten setzen soll. Die haben keinen Ertrag, die sind schlecht im Wachstum und extrem schwierig zu schneiden. Wie siehst du das als Fachmann? Ich glaube, dass diese Haltung eigentlich noch von dieser Selbstversorgermentalität herkommt, wo es um mehr und weiter und besser ging, also möglichst viel Kilogramm. Und um das geht es ja eigentlich im Garten nicht. Im Garten geht es darum, den Erfolg der Gartenarbeit ernten zu können. Ob das dann 500 Gramm mehr ist oder weniger, ist nicht das Entscheidende. Selbstverständlich hat der Ertrag etwas mit Baumvolumen zu tun. Je größer das Volumen ist, desto größer der Ertrag. Und das Volumen bei so einem Baum ist natürlich kleiner, oder? Aber sie tragen sicher und sie haben wundergute Früchte. Das war bei den ersten Säulenbäumen nicht so, aber die neueren Züchtungen, die haben nicht nur Resistenzen, bei uns zum Beispiel Schorfresistenzen drin, sondern auch der Geschmack ist sehr viel besser geworden. Der einzige Nachteil, den sie noch haben, muss man sagen, dass sie dazu tendieren, nur alle 2 Jahre Früchte zu tragen, weil der Abstand zwischen den Internodien, zwischen den Knospen ist ganz kurz, und wenn sie dann so blühen wie hier, dann werden Hormone ausgesendet, wo der Baum zu sich selber und zu der Nachbarknospe sagt, jetzt habe ich unsere Züge, die kommen immer, die unterhalten uns bei den Videos, wo die Knospe zur Nachbarknospe sagt, jetzt habe ich genug gearbeitet, nächstes Jahr gibt es keine Früchte. Und dann alternieren sie eben ein bisschen. Wir sind dran, auch das ein bisschen rauszuzüchten, aber das würde ich noch ein bisschen als Nachteil anschauen, dass sie dazu tendieren, ein Jahr mehr und das andere Jahr deutlich weniger zu tragen. Und ich bin auch begeistert von diesen Säulenobstbäumen. 2 Dinge sind noch wunderschön. Erstens die Zierde, die muss man auch dazu sagen. Also ein wunderbarer Zierbaum und vor allem in kleinen Gärten, auf Terrassen, in Töpfen, hervorragend zu ziehen. Ich habe lange Zeit in einer Wohnung gewohnt, auf 1,5 Quadratmeter Balkon, habe damals schon einen Säulenobstbaum gehabt, herrlich. Und diese Äpfel, die ich da geerntet habe, die waren die besten. Die eigenen Äpfel vom eigenen Baum sind immer die besten. Die sind immer die besten. Genau. Herzlichen Dank. Dankeschön.